Der Harnkrit. Aufstehen. So. Jetzt müssen wir hier nach oben. Und in der letzten Folge ging's ja, habe ich das Thema Flüchtlingskrise angeschnitten. Was übrigens ein sehr ist natürlich ein schlimmes Thema, was da unten passiert. Allerdings fand ich die Reaktion der Bundesrepublik Deutschland, also sprich unsere Anführungsstrichen Bundesregierung, fand ich ziemlich daneben. Und die Reaktion auf das Resultat von der EU finde ich noch schlimmer. Die EU sagt, ja, Achselzucken, ja, ist doch uns egal. Insbesondere die Ungarner, die übrigens toll, dass Ungarn in der Republik, dass Ungarn in der EU ist, das ist ja super. Die halten sich auch an Regeln. Das war echt der Hammer, als ich das gelesen habe. Also, eins könnt ihr sicher sein, ich wähle definitiv nicht mehr die jetzige Regierung. Garantiert nicht mehr. Hat nichts mit Rassismus zu tun, ich bin eher ein Patriot. Würde ich mir... Oh! Trilophysis-Farben! Trilophysis-Farben! Wobei, wie ging denn nochmal? Warte mal. Scheiße, ich weiß nur, dass das Trilophysis-Farben sind. Ah, Festplatte, labelt schneller hier. So. Banner, 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 Banner. Rot, Blau, Gelb. Rot, Blau, Gelb. Oh! Trilophysis-Farben! Trilophysis-Farben! Geil. Und jetzt das Trilophysis hier. Das wäre... Oh, ja, schön auf sein Gesicht treten. Diesen Rassist. Hier, nochmal mit Anlauf. So. Was haben wir denn hier? Ich darf mein Kind nicht zu sehr bewegen, aber ich muss trainieren. Oh, ein Brief von Rackard. Jetzt fängt es schon wieder an zu ziehen hier. Ist ja schon ein bisschen her, dass ich... eine Woche her, dass ich operiert wurde. Ist leider noch offen, deswegen zieht's. Es ist uns zu Ohren gekommen. Mattal, es ist uns zu Ohren gekommen. Zu Ohren gekommen, dass ihr und eure Schwester das alte Haus eures Onkels geehrt habt. Angesichts eures erheblichen Schulden bei uns überrascht es uns, dass ihr jetzt im Luxus schwelgt. Vielleicht sollt ihr dafür sorgen, dass eure Schwester kein Interesse daran hat, das Haus zu behalten. Andernfalls muss ich sie selbst davon überzeugen. Ihr und euer Onkel wisst, wie überzeugend ich sein kann. Okay, wir haben einen, den wir umbringen müssen. Huch, umbringen müssen. Trilophysis-Farben, Trilophysis-Farben. Strahl. Ich kann Strahl benutzen. Was ist, wenn ich den Strahl benutze? Irgendwas passiert, aber ich kann es nicht orten. Ne, ich will nicht stellen. Einfache Illusionsmagie. Ein neues Buch entdeckt von Nintalons Dicht unter dem Ersten. Kapitel 1 sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, Herrschaft über meine Sinne, das Nachahmen von Personen, Licht, das fliegt, Ritual für Anfänge nicht ohne Aufsicht durchführen. Rituelles Binden von Lebenskraft für andauerndes Projizieren von Illusionen. Abschluss. Stimmt die Kristalle einfach nacheinander ein, um das Ritual zu beenden. Die Farben des Lichts beiderseits der Kristalle erschaffen gemeinsam eine neue Farbe in ihm. Rot und Gelb ergeben Let's Plays, Orange und so weiter. Ein Geräusch lässt euch wissen, wenn ihr richtig fliegt. Dann startet das Video. Aber seid gewarnt. Wenn das Zaubergeflecht nicht gepflegt wird, wird der Kanal von YouTube geschlossen. Ich meine, werden die Ritualisierenden zum Aufrechterhalten der Illusion... Was, Ritualisten? Werden dem Ritualisten zum Aufrechterhalten der Illusion, die er erschaffen hat, im Nu sämtliche Lebenskraft entzogen? Okay, das heißt, er ist anscheinend, hat's verkackt.
Wie soll ich mir das vorstellen, wenn im Nu alle Lebenskraft entzogen? Wie funktioniert denn das eigentlich hier? Och nö, das ist ein Farbenrätsel. Oh, lecco mio. Fantastico grande. Gut, da, blau und gelb ergibt grün. Ich glaube, das dürfte rein. Genau, das ist dann korrekt. Rot und blau ergibt lila. Und das müsste... Oh, was gibt rot und gelb? Das weiß ich gar nicht. Grün jedenfalls nicht. Auch orange, ne? Orange, ja, orange. Gut, ich hab's aufgehoben. Die Notiz kennen wir doch schon. Habe ich schon vorgelesen. Sprechen mit Carlira, ne, Calari. Calamari. Ich habe übrigens letztens jemanden in der Freundesliste aufgenommen. Einfach mal spontan habe ich das mal gemacht. Ich war ja undercover unterwegs. Jemanden, der neu, die neu angefangen hat. Ich glaube, es ist eine die. Und da sage ich einfach mal viele Grüße an dieser Stelle an dich. Ich nenne jetzt keine Namen. Der wird, man wird den vielleicht irgendwann mal sehen können. Spätestens dann, wenn ich angeschrieben werde. Aber nur mal so als kleiner Hinweis. So, vielleicht schaut der oder die das Let's Play ja auch. Und dann freut man sich natürlich. So, hier haben wir ein Haus. Wir sollen nochmal mit ihr sprechen. Jetzt rennt die weg. Was ist geschehen? Was geschehen ist? Ich habe Hickory gesehen. Das ist wesentlich wichtiger. Mitnehmen. Hey. Habt ihr das auch gesehen? Das Haus hat sich gerade verändert. Was ist geschehen? War Matal in Rakats Haus? Wir hatten recht. Matal steckte hinter den Geistern. Sie waren Illusionen, die euch Angst einjagen sollten. Illusionen? Calari findet, das ergibt wohl Sinn. Matal lernt ständig neue Tricks und kleine... Aber wo ist er eigentlich? Wo ist Matal? Ich kenne jetzt leider die Vorgeschichte nicht, aber also sie anzulügen bringt ja nichts. Es tut mir leid, Calari. Matal ist tot. Das Illusionsratte-Ritual hat ihn getötet. Nein! Verdammt, Matal! Du dummer, dummer Khajiit! Warum tut er sich das an? Warum tut er mir das an? Ich habe diesen Brief von Rakat an Matal gefunden, in dem er euer Leben bedroht. Lasst Calari das lesen. Rakat bedroht also mein Leben. Und Matal glaubt, er könne es retten, indem er mir Angst einjagt. Die üblichen Gedankengänge eines dummen, dummen Bruders. Er ist für Calari gestorben. Dieser Trottel. Was für eine Verschwendung. Ist natürlich eine sehr gute Synchro, aber ich hätte hier eine Pause eingemacht, eine längere Pause. So als kleiner Hinweis. Gibt es sonst noch etwas, das ich für euch tun kann? Nein, Calari hätte gerne etwas Zeit für sich allein, um über alles nachzudenken. Vielleicht könntet ihr dem alten Milchauge helfen? Calari liest ihm manchmal etwas vor. Und in letzter Zeit beschwert er sich über Ratten in seinem Brunnen. Ich werde es mich auch helfen. Habt Dank für alles, was ihr getan habt. Mögen helle Monde euren Weg erleuchten, auch wenn sie es für meine Familie nicht getan haben. Ich werde dann Milchauge helfen. Calari wird in Ordnung sein. Ihr werdet es sehen. Sie braucht nur etwas Zeit, um die Geschehnisse zu verarbeiten. Sprecht mit Milchauge. Kennt ihr Milchauge? Ja. Milchauge ist schon so lange in Serenia, wie ich mich erinnern kann. Er bleibt gerne für sich, aber ich mache mir Sorgen darum, dass dieser sonderbare alte Kerl am Ende in seinen Brunnen hinunterkrabbelt. Ich bin schon unterwegs dorthin. Rattenprobleme. Ich glaube, wir hatten... Shit, doch, wir hatten eine ganze Menge Quests. Ich dachte, wir wären schon questlos mittlerweile. Ich zeige die Schuppen des Rausches. Was ist ein Argonia hier? Was macht ein Argonia denn hier? Na gut.
Ist natürlich schön warm hier. Allerdings ist das nicht ein bisschen zu trocken für eine Argonia hier in der Schnettermark? Naja. Temperatur ist okay, aber ich dachte, die bräuchten eine höhere Luftfeuchtigkeit. Bis dann fühlen die sich wohl. Naja. Ist halt egal. Warum laufe ich hier lang? Ich weiß es nicht. Huch. Ja, sauber gemacht. Gut gemacht. Da sitzt jemand. Hallo? Wer ist da? Tazia? Sagt eurer wichtigtuerischen Clan-Matrone, dass ich nicht da bin. Jetzt weiß ich auch, warum Milchauge heißt, der ist blind. Ich bin nicht Tazia. Eigentlich wurde ich geschickt, um euch zu helfen. Ihr seid wegen der Ratten hier. Gut, ich kann sie unten im Brunnen hören. Sie müssen einen Weg hineingefunden haben. Einen Hintereingang. Und in letzter Zeit schmeckt das Wasser manchmal komisch. Bah. Bah. Ihr möchtet, dass ich sie beseitige? Ich würde es ja selbst machen, aber wenn Clan Mutter Shuzura herausfindet, dass ich da runtergehe, würde sie mich aufknüpfen. Geht dort runter, scheucht die Ratten auf und sorgt dafür, dass sie nicht wieder reinkommen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gut, ihr wisst, was ist. Dann starrt mich nicht weiter an und beseitigt diese Ratten. Wie lange hört ihr diese Ratten denn schon? Vielleicht eine Woche. Ja, seit knapp über einer Woche. So lange kriechen diese grässlichen Viecher schon da unten herum und machen mein Wasser schlecht. Widerlich. Wenn Shuzura mich so sehr mögen würde, wie sie immer behauptet, dann hätte sie schon früher jemanden geschickt. Ich glaube, wir haben die Ratten bereits gesehen. Das sind keine Ratten, das sind Skiver. Brauche ich meine Pets nicht auspacken für, oder? Was für Zauber habe ich? Ja, da brauche ich keine Pets für. Brunnen. Öffnen. Ach, öffnen. Ach, öffnen heißt rein. Reinsprengen. Okay, dafür packe ich Viecher aus. Sprecht leise. Tazia hat heute kein Interesse an Sklaverei. Vielen Dank. Was geht hier vor sich? Wer sind diese Leute? Während ihr mit Milchauge gesprochen habt, hat Tazia ein paar Löcher im Brunnen geflickt und, nun ja, sie ist reingefallen. Es sieht aus, als hätte die alte Katze größere Probleme als nur ein paar Ratten. Riecht ihr das? Irgendwer hat da unten ein Skoma-Labor. Das ist doch nicht flüssig. Was sollen wir hier unten machen? Tazia wird sich genau hier verstecken. Sie ist keine Schmugglermörderin. Was euch angeht... Die Chemikalien, die sie benutzen, sind leicht entzündlich. Ihr könntet die Tische zerschlagen. Danach sucht ihr euch einfach eine Fackel oder eine Lampe. Brennt das ganze Labor auf einen Schlag ab. Ich werde die Tische zerschlagen und das Labor abbrennen. Mal eben die Schmuggler kaputt machen. Was sind das eigentlich für Waffen? Die sehen so glatt aus. Seht diese Feintexturen? Die sind irgendwie geil gemacht. Also eins muss man den Leuten von Battista lassen. Also die Designer, die Models-Designer, die sind super. Aha. So, zerstören. Ich habe eine Axt dabei. Kann ich das jetzt so... Nee, kann ich wahrscheinlich erst zum Schluss abfackeln. Ugh!
Klon. 4 sind das direkt, okay. Wo ist denn der vierte? Ach, da hinten. Ah. Ach, Mist. F4 hat er nicht zum Speed gehabt. Brennt das Labor nieder. Uiuiui. Oh, das hat mich umgehauen. Sie hat mich rausgeschafft. Sehr gut.